Ich liebe Fahrradfahren und vor kurzem habe ich auch schon eine Sache gelernt, die ich schon unbedingt auf einem Bike lernen wollte. Ein Wheelie. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ich in all meinen Jahren des Fahrradfahrens nie gelernt habe. Und das ist Springen. Einfach mühelos mit dem Bike durch die Luft zu segeln, ist eins dieser Dinge, die für mich auf unerklärliche Weise so cool aussehen, dass sie das Risiko eines Crash auf jeden Fall aufwiegen. Ich habe mir also ein Bike ausgeliehen und mich auf den Weg gemacht zum nächsten Dirt Jump Park bei mir um die Ecke. Ich war erstaunt, wie viele Parks dieser Art es gibt, wenn man nur ein bisschen im Internet nachschaut. Und dort angekommen hatte ich den ersten von einigen Momenten bei diesem Experiment, wo ich fast schon aufgegeben hätte. Die Sprünge waren super groß und sahen nicht wirklich anfängerfreundlich aus und die Leute dort hatten es wirklich drauf und ich war ganz schön eingeschüchtert. Vor allem, als ich gesehen habe, wie brenzlig es sein kann, wenn man einen dieser Jumps falsch einschätzt oder nicht richtig erwischt. Die gängigen Mountainbike-Sprünge kann man dabei grob in drei Kategorien aufteilen. Zum ersten Drops, wo man aus der Ebene nach unten springt, Tables, wo man über ein flaches Stück Erde hinweg springt und sogenannte Doubles, wo der Absprung und die Landung versetzt sind und dazwischen eine Lücke bzw. eine Gap ist. Und oh boy, da drin willst du wirklich nicht landen. Doch bevor ich mir über solche Sachen überhaupt Gedanken machen konnte, sah ich mich mit einem viel fundamentaleren Problem konfrontiert. Allein der Drop-In, also die Anfahrtsrampe zu den Sprüngen, war schon unfassbar steil und hat mich schon einiges an Überwindung gekostet. Und die Leute vor Ort sind da so schnell reingedroppt, das habe ich mich am Anfang überhaupt nicht getraut. Doch nach viel mentaler Auseinandersetzung mit mir selbst habe ich mich so weit gebracht, dass ich immerhin den ersten Drop-In gewagt habe. Doch mein Erfolgserlebnis war nicht von sonderlich langer Dauer, denn ich bin so langsam reingedroppt, dass ich viel zu wenig Schwung hatte, um überhaupt irgendwie abzuheben beim ersten Sprung. Nach einigen Versuchen wurde meine Anfahrt immer schneller und ich habe zum ersten Mal mit beiden Rädern den Boden verlassen. Ich war hyped und habe mir natürlich sofort die Aufnahmen angeschaut, nur um festzustellen, dass ich kaum den Boden verlassen habe. Nebenbei habe ich noch so ziemlich alles falsch gemacht, was man beim Mountainbikesprung falsch machen kann. Im Idealfall will man nämlich steil abspringen und auch wieder steil landen, um Schwung für den nächsten Sprung mitzunehmen. Ich habe den Sprung jedoch gecased. Das bedeutet, dass ich mit dem hinteren Rad auf dem Table gelandet bin. Wäre das Ganze ein Double gewesen, wäre ich in der Lücke zwischen Absprung und Landung aufgeschlagen. Aber nicht nur das. Ich bin auch super steil gesprungen, was dazu führt, dass ich bei der Landung nach vorne schnappe, was man sogenannten Nosedive nennt, und das kann bei größeren Sprüngen echt ins Auge gehen. Meine Form hat sich auch mit mehreren Versuchen am ersten Tag nicht großartig verbessert, trotzdem war das Eis gebrochen und ich war zumindest für den ersten Tag ziemlich zufrieden mit mir selbst. Für Tag 2 habe ich mir einige Tutorials angeschaut und mein Ziel war es, den ersten Sprung zu clearen. Das bedeutet, sauber abzuspringen und sauber auch wieder zu landen. Alter, ich bin richtig am Schwitzen, aber ich glaube, wir haben es geschafft, wenigstens einmal nicht zu casen und den Sprung zu clearen. Das wäre schon ein richtiger Erfolg und morgen werde ich es nochmal versuchen und dann vielleicht auch den zweiten dranhängen. Und morgen habe ich auch ein bisschen prominente Hilfe, vielleicht klappt es dann besser. An Tag 3 hatte ich nämlich Unterstützung von Felix Tested Bikes, einem YouTube-Kollegen, der nicht nur sonderlich fit mit Gravelbikes ist, sondern auch auf Dirtbikes und BMX-Bikes eine ziemlich gute Figur hinlegt. Er hat mich erstmal darüber aufgeklärt, dass ich hier nicht die allerbesten Voraussetzungen habe, um Springen überhaupt zu lernen. Man kann sich zwar nie aussuchen, aber... Bei dem ersten Sprung, den ihr versucht zu springen, der Absprung nicht ganz so steil wie hier und die Landung auch nicht so steil wie hier und der Table so ein bisschen länger. Indem man das so ein bisschen auseinanderzerrt, kann man sich auf diese drei Phasen des Sprungs auch ein bisschen besser konzentrieren. Die drei Phasen sind einmal der Absprung, die Flugphase und die Landung. Der Absprung, man geht wie bei einem Bunny Hop, in eine Vorspannung, man geht leicht in die Knie, die Ellbogen sind angewinkelt und dann am höchsten Punkt des Absprungs, wenn das Vorderrad ungefähr bei dem Punkt ist, gehen wir explosionsartig nach schräg vorne oben und warten, bis das Hinterrad den gleichen Punkt wie hier das Vorderrad erreicht hat und dann stoßen wir uns mit den Beinen nach schräg vorne ab. In der Flugphase lassen wir am Anfang das Rad einfach mal fliegen und schauen, wie das Rad reagiert. Und normalerweise, wenn wir jetzt einen langen Table hätten, wäre es auch nicht so wichtig, dass wir die Landung einleiten. Hier ist es jetzt nur so, dass wir die Flugphase nicht allzu unkontrolliert lassen dürfen, weil hier die Landung schon kommt. Das heißt, was wir vermeiden wollen, ist, dass wir mit dem Vorderrad zu früh einschlagen, mit dem Vorderrad da unten irgendwo landen oder mit dem Hinterrad hier landen
und dann nach vorne so runterfallen. Das heißt, wir müssen in der Flugphase die Landung schon vorbereiten. Die Landung erfolgt hier idealerweise so, dass du mit dem Vorderrad ungefähr bei dem Punkt aufkommst und dann auch wieder auf dem Vorderrad fährst, bis du mit dem Hinterrad im selben Punkt landest. Mit den Tipps von Felix habe ich es langsam geschafft, erste Verbesserungen zu spüren. Und ich habe es nicht nur geschafft, den ersten Sprung zu clearen, sondern auch den zweiten. Und dann war ich natürlich hyped und dachte mir, diesmal den dritten. Let's go. Dadurch, dass es hier so ein bisschen komprimiert ist, müssen wir halt aufpassen, dass wir diese drei Flugphasen gleich richtig machen von Anfang an. Sonst wird's gefährlich und man kommt leicht ins Straucheln. Oh mein Gott. Ah, fuck. Oh. Oh. Oh, jeez. Nötig die Scheiße, ey. Ich dachte, das ist alles safe und ich taste mich ganz, ganz langsam ran. Und ich war eigentlich schon kurz davor zu sagen, Mittag, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Aber es lief richtig, richtig gut. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich noch ein, zwei. Fataler Fehler, ich hätte Pause machen sollen oder morgen versuchen oder so. Und jetzt liege ich hier und habe mich irgendwie aufgerissen und so einen Schmarrn. Oh, ich hoffe, es fehlt jetzt nichts und vielleicht müssen wir jetzt sogar ins Krankenhaus weiterfahren. Und das würde ich eigentlich gerne vermeiden, aber ist wahrscheinlich jetzt die klügere Entscheidung. So schnell kann man auf den Boden der Tatsachen zurückfallen, wortwörtlich. Ich habe mir Gott sei Dank nichts gebrochen, aber ich musste ein paar Tage durch die Gegend humpeln und ich soll auf jeden Fall einige Zeit lang jetzt nicht Fahrrad fahren und nicht auf dieselbe Stelle nochmal fallen. Trotzdem will ich das Projekt noch nicht abschreiben. Ich werde auf jeden Fall noch versuchen, mit dem Mountainbike springen zu lernen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr Teil 2 sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns zu einem anderen Video wieder und Servus!